Wir haben hier Hecht vor uns. Wir haben hier einen Hecht und ich will euch zeigen, wie man diesen Hecht gerätefrei total filetieren kann. Wir Hechtfänger, gewisse Hechtfänger, wir nennen den Stinkbock. Der Hecht hat einen pedranten Geschmack. Ihr könnt die Frau nur verrückt machen, wenn er daheim in der Wohnung bockt. Viele Hechtangler nennen diesen Fisch schlicht Stinkbock. Dies, weil er beim Ausnehmen und Filetieren, ähnlich wie die Trüsche oder Quappe, penetrant stinkt. Der Film meint, also ich will euch nicht zeigen, wie er das Filet rausschneidet. Das kann jeder quasi selber. Aber Film meint, sie macht. Ich will hier niemandem zeigen, wie man ein Filet herausschneidet aus einem Fisch. Dies kann schließlich jeder von euch selbst. Dennoch verlieren viele gerade beim Hechtnacken viel Fleisch, das wir beim grätenfreien Filet unbedingt brauchen. Das gibt es da schon kleinere Probleme. Ich tue jetzt einfach ausnehmen. Hier haben wir einen schönen, frischen 70er Hecht. Zuerst nehmen wir den Hecht aus und schneiden aus diesem Fisch die Filet heraus. Und, ja, ich hoffe, ich kann euch etwas zeigen. Wenn möglich die Gallen nicht anschneiden. Da habe ich einen Gesuchhebel da unten. Und jetzt da hier bei den Kiemendeckeln schneide ich schräg nach vorne zum Hechtkopf hin, damit wir dieses sehr schöne Fleisch in seinem Nacken nicht am Fisch lassen, sondern mitnehmen. Wenn ich unten am Rückgrat ankomme, drehe ich nun die Klinge gegen hinten und schneide dem Rückgrat entlang nach hinten zur Schwanzflosse hin. Natürlich sollte man eigentlich nicht gegen seine Hand filetieren, aber ich habe mir das über die Jahre so angeeignet. Und ich habe noch alle Finger. Beim Filet hier schneide ich nun großzügig ein Stück vom Hechtbauch weg. Denn wenn etwas am Filet nach Fisch stinkt, dann ist es in aller Regel dieses Stück. Daher schneide ich es großzügig weg. Da hänge ich gerade den Streifen weg. Da durch. Das ist der Streifen, der fort ist. Ich habe hier wirklich am Knochen, am Rückgrat entlang nachgeschnitten. Nun die andere Seite. Ich habe schon ein bisschen Übung, daher klappt es meistens. Seht her, ich habe hier keinen Verlust von Fleisch. Im Hechtnacken aber, achtet mal drauf, hat es bei den meisten Fischern beim Filetieren noch Fleisch, das sie am Fisch belassen. Und das ist sehr schade. Jetzt schneide ich auch hier das Bauchfett weg. Das brauche ich nicht. Jetzt schneide ich mir mal die Filet raus. Wunderschöne Filet, seht ihr da oben, ich habe alles Fleisch da dran. Nun schneide ich als erstes einmal die großen Seitengräten weg. Das ist das Grätli, das wir da haben. Da habe ich noch das Grätli gefunden. Da beim so. Und da ist auch noch etwas drin. So. Also, Grätli. Jetzt entferne ich die Haut vom Filet. Das ist die fertige Haut da. In dem Filet. Hier sieht man nun die Y-Gräten. Je nach Größe des Hechtes liegen diese etwa 1 cm über der Mittellinie. Das ist die Mittellinie, wie ihr seht, da. Und da oben ist der Grat drin. Diese Gräten gehen nach unten und dann nach vorne weg. Und jetzt zeige ich euch, wie man diese Y-Gräten herausschneidet. Als Werkzeug zum Herausschneiden der Y-Gräten aus unserem Hechtfilet empfehle ich dir das einfachste Messer, das du in deiner Küche findest, nämlich das Gemüserüstmesser. Es soll eine kleine, sehr, sehr scharfe Klinge haben, die aber keine Zacken aufweist. Von der Migros oder ich weiß nicht, ob ihr Läden an sie dort habt, Baldi oder X, weiß ich was.
Damit schneide ich nun bis auf den Grat herunter. Ein erstes Mal bahne ich nur vor und schneide dann beim zweiten Mal wirklich bis auf die Gräten hinunter. Keine Angst, hier kannst du nicht durchschneiden. Und jetzt gehe ich das zweite Mal, jetzt gehe ich wie ein Grat runter. Ich zeige das euch. So. Jetzt müsst ihr hören, da darf ich nicht durchschneiden. Und da kann man hört richtig, wie die Klinge über die Gräten holpert. Das höre ich dir. Wir sind auf dem Grat unten. Den zweiten Schnitt setze ich ganz nah über der Mittellinie an. Hier dürft ihr keinesfalls zu stark drücken, sonst schneidet ihr das Filet durch. Also, mit Gefühl. Ich zeige euch noch mit dem Finger, dass ich diagonal. Mit dem Finger ertastet ihr, wo die Gräten sind, auf welcher Höhe. Und dann schneidet ihr auf der anderen Seite gleich tief herunter. Ich schneide ihn jetzt anschneiden, leicht ab der Mittellinie. Jetzt kommt der Schnitt ein bisschen oberhalb der Mittellinie. Und wenn ihr zu nächster kommt, dann merke ich gerade vom Grat, ich bin jetzt glaube ganz gut gefahren. Jetzt gehe ich da schauen, jetzt muss ich die Ich taste mich dort immer weiter vor, damit ich mit dem Messer ganz vorsichtig in die richtige Tiefe schneide. Und ich tue immer mit dem Finger drinnen, da bin ich ein bisschen weniger tief. So. Jetzt habe ich die Teufel von dem. Jetzt tue ich den Rücken zu mir kehren, dass da, wo es rausläuft, jetzt drehe ich das Filet so zu mir, damit ich beim Herausschneiden der Gräte gegen mich schneiden kann. So habe ich viel mehr Gefühl beim Schnitt. Jetzt fahre ich mit der Messerspitze den Gräten entlang, ganz vorsichtig nach vorne, zu mir. Schaut euch meine Messerhaltung an. So irgendwie da. Messerhaltung. Das Messer bleibt sehr schön auf den Gräten liegen. Ich brauche für den Schnitt aber keine Kraft, sondern lasse die Messerspitze nur über die Gräten gleiten. Der Autor lacht. Also der Dings da. Und wenn ihr seht, ich gleite auf dem Grat durch. Da habe ich ein bisschen verwischt, aber dran muss ich nachlängen. Und da so weit, müssen wir nachher den Grat eigentlich ganz fein nicht schneiden. Da habe ich noch einen gespürt, da habe ich nicht ganz. Jawohl. So, jetzt ist der auch das. So wie es der Grat eigentlich lobt vom Ding, an der Haut da. Da ist der Hecht am tiefsten, wie ihr seht. Da müsst ihr auch nicht rot werden, wenn ihr meint, schon unten rauskommt. Ich probiere, dass ich nicht unten rauskomme. Die meisten klingen mir auch nicht. Und, jetzt gehe ich zum zweiten Schnitt. Hier drücke ich, im Gegensatz zu vorher, als ich von oben auf die Gräten gedrückt hatte, gegen oben hin zu den Gräten. Die Messerklinge halte ich sehr flach und helfe mit den Fingern nach. Wie ihr seht, ich gehe mal zuerst mal gut anschneiden. Und jetzt gehen wir noch einmal nach. Jetzt muss ich mit den Fingern ein bisschen ansperren. Wir müssen jetzt das Kunstwerk anschauen. Wenn ich das so erwähnen darf. Gehe ich noch einmal ein bisschen anlängen. Dann, wie ihr seht, ich komme mit dem Messer ganz am Grat. Ich drücke jetzt den gegenüber und darum das ansperren, dass er ein bisschen spannend. Jetzt kann man die Y-Gräten ganz einfach an einem Stück herausziehen. Dieses Stückchen würde sich übrigens bestens für eine Fischsuppe eignen. Dann müsst ihr nicht Flossen und Grinden in eine Suppe nicht tun. Das ist die rein feine Sache. Nur zum Sagen, ich rühre es fort. Jetzt zeige ich euch das Filet. Schaut euch nun dieses Filet an. Es ist nichts durchgeschnitten, es sieht optisch wirklich wunderbar aus. Nur, es ist noch nicht ganz grätefrei. Es ist grätefrei total. Jetzt zeige ich euch noch etwas. Der Wunder, wo die Viertelflosse ist. Bei der Afterflosse hat der Hecht noch einmal rund ein Dutzend Gräten. Jetzt muss ich den auch rausnehmen. Diese schneide ich nun aber komplett heraus.
sonst bin ich nicht ganz gerätefrei, dann geht das ein J, wo das hier ein Y ist. Dann geht er so leicht schräg runter, da, so wie eine Jägerei. Das gibt halt dann ein Loch ins Filet, aber anders ist es leider nicht möglich. So knapp an einem Grad runter. So. Das sind etwa 11, 12 Grötli. Hör hin, du hörst die Gräten ganz genau. Was ist jetzt? Hör ich dir den? Da. Beim nächsten schneide ich etwas weniger weg. Und das Filet sieht jetzt so aus. Da. Nun sieht das Filet so aus. Schlicht, perfekt. Und damit pfurri-würdig.